Berlin, Mitte August 1933. SA-Trupps marschieren kameragerecht durch das Brandenburger Tor, so wie in der Nacht der Machtübernahme Adolf Hitlers im Januar. Während der Dreharbeiten zum Spielfilm Hans Westmar entstehen diese Aufnahmen. Das Besondere? Der Kameramann belichtet 35 mm Farbfilmmaterial. Zu dieser Zeit in Deutschland noch eine teure Rarität. Goslar, 30. September 1934. Reichsbauerntag in Nazi-Deutschland. Vor der Kaiserpfalz warten Bäuerinnen und Bauern aus allen Teilen des Dritten Reiches. In einem Schulaufsatz zum Festtag schreibt ein kleines deutsches Mädchen: Das Erntedankfest soll vor allem ein Dank für Gottes reichen Segen sein. Es soll aber auch ein Dank für die Reichsregierung sein, die durch ihre Maßnahmen den Bauernstand wieder zur Blüte gebracht hat. Auch Abordnungen von SA und SS warten auf die Ankunft Adolf Hitlers. Der Diktator hat sich ein paar Wochen zuvor seines größten Widersachers Ernst Röhm entledigt und ist nach dem Tod von Reichspräsident Hindenburg jetzt Führer und Reichskanzler des deutschen Volkes. Der Regisseur Kurt Waschneck, ein Pionier des Farbfilms, hat diesen Tag ausgewählt, um einen der ersten Kulturfilme mit dem sogenannten Zwei-Farben-Film zu drehen, einem neu entwickelten Verfahren. Das Ergebnis lässt noch zu wünschen übrig. Eine Ehrenformation der Reichswehr ist angetreten, um die neuen Oberbefehlshaber zu begrüßen. Auf dem Bückeberg bei Hameln ist eine Tribüne aufgebaut worden, um eine festliche Kundgebung abzuhalten. Um die Kulisse für den Auftritt Adolf Hitlers muss der Filmemacher nicht besorgt sein. Hunderttausende deutsche Bauern sind erschienen, um dem Diktator zu huldigen. Kurt Waschneck hat zwei Kamerateams mit Farbfilmen im Einsatz. Während ein Kritiker nach der Pressevorführung im Dezember 1934 in der Reportage ein Experiment sieht, das einem Naturvergleich nicht standhalten könne, lobt ein anderer die ausgezeichneten farbigen Aufnahmen, vor allem bei der Wiedergabe der Trachten. Der Schweizer Journalist Konrad Warner beschreibt 1944 in einem Tatsachenbericht das Propagandaspektakel auf dem Bückeberg. Ungeheure Spannung und Erwartung erfüllten die Menschen, die auf das Eintreffen Hitlers und seines Gefolges warteten. Als fern unten in der Ebene die Autokolonne nahte, wehte wie ein Orkan das von abertausenden Stimmen ununterbrochen gerufene Heil vom Berghang herab. Diesem Mann entgegen, der es verstanden hatte, das deutsche Volk in seinen Bann zu schlagen. Hitler kam nur langsam vorwärts. Zu beiden Seiten standen die Bäuerinnen in ihren schmucken Trachten und alle drängten auf ihn zu, um ihn zu sehen, um ihm die Hand zu drücken und in seine blauen Augen zu schauen. Die Begeisterung der Tausende, die ohne Pause Heil riefen, steigerte jeden Einzelnen in einen Rausch hinein. Und das erhöhte noch die Wirkung, welche die Persönlichkeit dieses Mannes ausübte. Wegen der unübersehbaren Mängel des Farbfilmverfahrens wird Waschnecks Reportage offenbar nie in deutschen Kinos gezeigt. Im Sommer 1937 kommen in Deutschland die ersten 16 mm Farbfilme von Agfa auf den Markt. Und viele begeisterte Filmamateure leisten sich das teure Hobby. Auch Mitarbeiter des Instituts für sogenannte Volkheitskunde in Halle drehen mit dem neuen Material. In Friedeburg an der Saale dokumentieren die Rasseforscher 1938 ein Gemeinschaftsfest für ihr Archiv.
Die Deutschen haben sich unterm Hakenkreuz bequem eingerichtet. Die überwältigende Mehrheit ist dem Führer treu ergeben. Überall im Dritten Reich hält das farbige Zelluloid zu dieser Zeit bei Filmamateuren Einzug. Wenn er mal nicht in seiner Backstube steht, dreht der Hamburger Konditormeister Kurt Lehfeld Filme über seine Heimatstadt. Er bevorzugt die Produkte der Konkurrenz aus Amerika. Seit 1935 produziert die Firma Kodak farbiges Zelluloid, das sie auch auf dem deutschen Markt anbietet. Zwischen Mai und September 1938 dokumentiert Lehfeld Leben und Arbeit in der Speicherstadt und im Hamburger Hafen. Ins Blickfeld von Lehfelds Kamera kommt auch der Kaispeicher A, dessen Turm ein weithin sichtbares Wahrzeichen ist. Der Erfolg des Hamburger Hafens lag ursprünglich im Welthandel. Doch die Weltwirtschaftskrise hat Deutschlands Tor zur Welt empfindlich getroffen. Ein Großteil der Handelsflotte musste stillgelegt werden. Die Werften bauten massiv Arbeitsplätze ab. Rundfahrten zu deutschen Seebädern oder durch den Hafen sind bei Einheimischen und Touristen offenbar sehr beliebt. An den Landungsbrücken und dem alten Elbtunnel vorbei geht es Elbe abwärts. Im Film von Lehfeld sind auch Aufnahmen der Wilhelm Gustloff enthalten. Das prunkvolle Kreuzfahrtschiff soll die klassenlose Gesellschaft der Nazis symbolisieren. Kraft durch Freude ist keine Organisation für Nazi-Bonzen. Doch wer eine Woche nach Norwegen fahren darf, von dem erwartet die Partei Wohlverhalten. Mit auf Pump finanzierten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Senatsaufträgen haben die Nazis die Arbeitslosigkeit erfolgreich gesenkt. Vor allem dank zunehmender Rüstungsaufträge der deutschen Marine entspannt sich auch für die Arbeiter im Hafen langsam die Lage. Bei den 6 großen Hamburger Werften sind 1936 wieder fast 20.000 Menschen beschäftigt. Lehfelds Filmaufnahmen sind seltene Dokumente einer längst vergangenen Epoche, als 1.300 fahrbare elektrische Kräne und hunderte Schauerleute die Waren aus aller Herren Länder entluden. Der Konditor reicht seine 20 Minuten lange Dokumentation bei einem Wettbewerb ein und gewinnt damit prompt den ersten Platz. Seine Aufnahmen zeigen viele Schiffe, die nur noch in der Erinnerung alter Hamburger existieren. So auch die Monte Rosa, die seit 1931 im regelmäßigen Liniendienst an die Ostküste Südamerikas fährt. An Bord befinden sich normalerweise Frachtgut und Passagiere. Doch das Schiff wird auch für Vergnügungsreisen genutzt. Einer der ersten Filmamateure, die sich das neue 16mm Farbmaterial leisten, ist Hitlers Chefpilot Hans Bauer. Am 27. September 1937 dreht er in Berlin den Staatsbesuch von Italiens Faschistenführer Benito Mussolini. Vor der Technischen Universität demonstriert der Führer dem Duce und seiner Entourage preußische Traditionen und führt die Ergebnisse der deutschen Aufrüstung vor. Hans Bauer darf von einer der hinteren Reihen der Ehrentribüne aus das Spektakel filmen. Seit dem Untergang des Dritten Reiches galten diese einzigartigen Dokumente aus der Umgebung Hitlers als verschollen. Erst 1998 wurden sie im Besitz eines ehemaligen US-Soldaten aus Tennessee wiederentdeckt.
Als Chef der Übersetzungseinheit des amerikanischen Geheimdienstes in München hatte Herbert St. Gore 1945 den Hinweis auf ein Erdversteck mit Aquacolor-Filmen des Piloten bekommen und sie nach Chattanooga mitgenommen. Drei Stunden lang dauert die Parade der einzelnen Waffengattungen. Mussolini imponiert vor allem der Stechschritt. Er ist so begeistert, dass er den zackigen Marschtritt nach seiner Rückkehr auch bei den italienischen Truppen einführt. Für Hitler ist die pompöse Parade Ausdruck seines gesteigerten Selbstwertgefühls. Wir sind wieder wir. Wir haben den Versailler Vertrag gesprengt. Wir sind eine gleichberechtigte Macht. Wir haben die gleichen Waffensysteme, vielleicht noch bessere als unsere Gegner. In diesem Herbst 1937 präsentiert das Dritte Reich seine wiedergewonnene Stärke nicht nur vor heimischer Kulisse. Auf der großen Weltausstellung in Paris haben die Deutschen für ihren riesigen Pavillon einen Platz direkt am Eiffelturm bekommen. Gleich gegenüber hat die Sowjetunion ihre Ausstellungshalle gebaut. In Sachen Monumentalität steht die sozialistische Diktatur der Deutschen in nichts nach. Den Auftrag für den deutschen Pavillon übertrug Hitler seinem neuen Favoriten Albert Speer. Nächtelang haben sie in Berlin und auf dem Obersalzberg über Zeichnungen und Entwürfen gebrütet. Sonntag, 27. Februar 1938. Ein Amateurfilmer aus Nürnberg dreht den närrischen Faschingszug. Ein Nazi-Lokalblatt schreibt dazu: Man braucht nicht immer überall seine Gläubiger zu wittern oder seine Feinde, sondern soll sich hinwegsetzen über Hemmungen, die zu gekünstelten Menschen passen, aber nicht zu den Deutschen unserer großen, herrlichen Zeit, die uns im Ernst wie im Spaß gewaltige Eindrücke gibt und in der sich immer wieder aufs Neue beweist, dass Eintracht und Verbundenheit der großen Volksgemeinschaft die schönsten Geschenke des nationalsozialistischen Staates sind. 1944 veröffentlicht der Schweizer Kaufmann René Jouvet einen Tatsachenbericht über seine Erlebnisse im Dritten Reich. Darin beschreibt er ein Gespräch aus dem Herbst 1937. Mein Freund war hingerissen. Alles habe er erwartet, nur das nicht, was er jetzt mit eigenen Augen sehe. Diese fröhlichen, optimistischen Menschen. Ich erwiderte ihm: Du hast nicht alles gesehen. Vor allem vergisst du, womit das deutsche Volk bezahlt hat. Die persönliche Freiheit und die Wahrheit im öffentlichen Leben. Zu diesem Zeitpunkt hat Hitler längst entschieden, Deutschland in einen neuen Krieg zu führen und auch die Maßnahmen gegen die jüdische Bevölkerung zu verschärfen. Und so baumeln auf einem der Festwagen wie selbstverständlich Zerrbilder von Juden am Galgen. Augenzeugen zufolge wurde der Wagen mit Beifall überschüttet. In Quedlinburg dreht 1938 ein SS-Mann Farbaufnahmen seines obersten Chefs. Heinrich Himmler ist zu Besuch in der Stadt. Jedes Jahr findet er sich hier ein, um sein großes Idol zu ehren. König Heinrich I. liegt im Dom begraben. Und so hat ihm Himmler dort eine Weihestätte errichtet. Das Christentum will der Reichsführer durch germanische Kulte ersetzen. Sein Glaube gilt dem Hakenkreuz. Sein Lebensziel ist die Ausrottung des jüdischen Volkes. Anfang Mai 1938 begleitet Hitlers Chefpilot Hans Bauer den Führer zum Staatsbesuch nach Italien. Seine Eindrücke von der Reise verarbeitet er in einem kleinen Film. Schönes Italien heißt das Werk, das ein halbes Jahr später von der Zensur zur öffentlichen Vorführung im Dritten Reich freigegeben wird.
Eigentlich sollen professionelle Kameraleute der Nazi-Propaganda den Staatsbesuch in Farbe dokumentieren. Doch aufgrund von Problemen bei den optischen Filtern sind die Aufnahmen unbrauchbar. Und so kann Hans Bauer mit seinem Amateurfilm Geld verdienen. Nach dem sogenannten Anschluss Österreichs im März erwartet der Diktator von Machthaber Benito Mussolini grünes Licht für seinen Griff nach dem Sudetenland. Die deutsche Seite möchte eigentlich ein schriftliches Abkommen mit den Italienern abschließen. Doch die sind zögerlich. Erst als Hitler in einer öffentlichen Erklärung die Brennergrenze als ewig gültige Grenze zwischen beiden Ländern anerkennt, geben die Italiener nach. Offizieller Gastgeber ist König Vittorio Emanuele III. Und der Monarch versteht es, Mussolini in den Hintergrund zu drängen. Hitler verabscheut das kriecherische Hofzeremoniell. Und das lässt er den König spüren. Am 5. Mai 1938 macht die Reisegruppe aus Berlin einen Ausflug nach Neapel, wo die deutschen Gäste begeistert empfangen werden. Hans Bauer dreht mit seiner kleinen Kamera die Sehenswürdigkeiten der Stadt am Vesuv, die sich für den Staatsbesuch aus dem Norden festlich herausgeputzt hat. Nach ein paar Tagen ist Hitler ziemlich genervt vom kleinen König, der sich gut zu inszenieren weiß. Mussolini bleibt nichts anderes übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Immer wieder lässt der Diktator seinen alten Freund zu sich nach vorne rufen, um die königliche Familie zu brüskieren. Am 8. Mai 1938 haben die Gastgeber nördlich von Rom ein Manöver der italienischen Luftwaffe organisiert. Inszeniertes Säbelrasseln. In der Achse Rom-Berlin ist der Duce längst zum Juniorpartner herabgesunken. Tatsächlich fürchtet Mussolini, Hitler könne einen militärischen Konflikt mit der Tschechoslowakei anzetteln. Hans Bauer wird sich später erinnern, dass die deutschen Gäste von der Stärke der italienischen Streitkräfte beeindruckt waren. Insgeheim ist Mussolini jedoch entschlossen, sich nicht an einem Krieg in Europa zu beteiligen. Fast den ganzen August des Jahres 1938 verbringt Hitler auf dem Obersalzberg. Auf der Terrasse des Berghofs studiert er die Aufmarschpläne der Wehrmacht gegen die Tschechoslowakei. Häufiger Gast ist Albert Speer, mit dem der Diktator oft seine wenige Freizeit verbringt. Hitler, der selbst gerne Architekt geworden wäre, hat in Speer den idealen Vollstrecker seiner gigantomanischen Pläne erkannt. Und seit einiger Zeit gehört der smarte Baumeister zum engsten Kreis um den Diktator. Auch mit Eva Braun, die diese Aufnahme 1938 dreht, hat sich Speer angefreundet. Hitlers Geliebte ist eine begeisterte Amateurfilmerin. Und so hat auch sie ihre Leidenschaft für den Farbfilm entdeckt. Eigentlich sollten diese Aufnahmen des Diktators nach ihrem Tode vernichtet werden. Doch sie gerieten im Oktober 1945 in die Hände des amerikanischen Geheimdienstes. Und so sind die wohl einzigen unzensierten Szenen aus dem Privatleben Hitlers im Nationalarchiv von Washington erhalten geblieben. Albert Speer wird später in seinen Erinnerungen behaupten, die Gesellschaft vom Berghof habe sich nur über belanglose Themen unterhalten und sich die Zeit damit vertrieben, auf das Erscheinen des Hausherrn zu warten. Offenbar eine Schutzbehauptung, um die eigene Verstrickung in die Verbrechen des Nazi-Regimes zu verharmlosen.
Tatsächlich werden in der Idylle am Obersalzberg viele politische Entscheidungen gefällt und sogar Mordbefehle erteilt. Zu diesem Zeitpunkt hängt der Frieden in Europa an einem seidenen Faden. Hitler will Krieg, doch die Großmächte Großbritannien und Frankreich sind dazu noch nicht bereit. Und so zwingen sie den Diktator mit Mussolinis Hilfe und weitreichenden Zugeständnissen in München an den Verhandlungstisch. Eva Braun schneidet ihre Farbaufnahmen zu bunten Filmschauen zusammen, die abends auf dem Berghof vorgeführt werden. Wenn Hitler nicht auf dem Obersalzberg weilt, vertreibt sich seine Geliebte gerne die Zeit mit Ausflügen an bayerische Gewässer. Mit dabei die Eltern, Freunde und Verwandte. Die sportliche 26-Jährige steht im Mittelpunkt. Auch ihre Schwester Gretel filmt und fotografiert gerne. Eine gute Freundin, die Künstlerin Sophie Storck, zeichnet die Zwischentitel. Die Deutschen haben keine Ahnung, dass Hitler eine Geliebte hat. Als Korrespondent der Nachrichtenagentur Reuters hat Ernest Pope in München besonders gute Beziehungen. Und so spekuliert er in seinem Buch Munich Playground, Spielplatz München. Die Tralle Efi Braun ist Adolfs einheimische Geliebte. Sie war die Assistentin seines Fotografen Heinrich Hoffmann. Sie kocht elegante Mahlzeiten für ihn und dient ihm in jeder Weise, die von einer deutschen Frau erwartet wird. Es gibt Gerüchte, der Führer habe Efi geheiratet, aber das bezweifle ich. Die Propaganda betont ausdrücklich, keine sterbliche Frau sei es wert, Frau Hitler zu werden. Auch wenn die Filme von Eva Braun, des Chefpiloten Hans Bauer oder der Volkskundler aus Halle nicht immer die entscheidenden Stationen des Dritten Reiches dokumentieren, so legen sie doch beredtes Zeugnis über das Wesen der nationalsozialistischen Diktatur ab. Und die blumenumwirkten Hakenkreuze beim Kinderfest im thüringischen Badra erhalten erst durch die Farbe ihre beklemmende Wirkung. Erster Mai 1939. Berlin ist zum Tag der Arbeit festlich geschmückt. Erst 6 Jahre zuvor haben die Nazis den 1. Mai zum Feiertag gemacht, um die deutsche Arbeiterschaft mit nationalistischen Parolen und großspurigen Prophezeiungen für die Zukunft an sich zu binden. Mit Erfolg. Die Berliner Journalistin Ruth Andreas Friedrich schreibt über solche Veranstaltungen in ihr Tagebuch. Die Kreisleiter, Blockwalter, Werksvertrauensleute, Betriebsobmänner, BDM-Führerinnen und HJ-Führer, sämtliche staatlich bestellten Gesinnungskontrolleure des deutschen Volkes sind dafür verantwortlich, dass bei offiziellen Anlässen nur Ja-Sager zum Jubeln antreten. Jeder politisch Unzuverlässige, jeder auch nur im geringsten der Möglichkeit des Nein-Sagens Verdächtige, ist in solchen Fällen fernzuhalten. Die Ja-Sager sind verständigt. Die Ja-Sager jubeln spontan, an der richtigen Stelle und im richtigen Augenblick. Marsch der goldenen Fahnen heißt der Farbfilm, den ein unbekannter Filmamateur aus Halle an diesem Tag dreht. Er gehört zu einer Abordnung der Siebel Flugzeugwerke, einem am Vortag von Hitler persönlich ausgezeichneten NS-Musterbetrieb, der einen der 200 Fahnenträger stellen darf.
In seiner Rede gibt sich der Führer an diesem Tag friedliebend und geißelt eine angeblich internationale Clique von jüdischen Kriegshetzern. Tatsächlich hat der Diktator bereits 4 Wochen zuvor seinen Militärs den Befehl erteilt, den Überfall auf das Nachbarland Polen vorzubereiten. Die Aufrüstung Nazi-Deutschlands läuft auf Hochtouren. Und so sind es vor allem Rüstungsbetriebe, die an diesem 1. Mai an der Parade der goldenen Fahnen teilnehmen. Untermalt von passender Marschmusik wird die goldene Fahne der Siebel-Flugzeugwerke aus Halle wieder eingerollt. Es ist der letzte Maifeiertag, der im Dritten Reich so pompös begangen wird. Denn es sind nur noch wenige Wochen bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs. In diesem Sommer 1939 ist in Berlin nur wenig Begeisterung für einen neuen Waffengang zu spüren. Zu traumatisch sind die Erinnerungen an den Großen Krieg 1914 bis 1918. Ein amerikanischer Reporter beschreibt die Stimmung so: Alle sind gegen den Krieg. Wie kann ein Land einen entscheidenden Krieg beginnen mit einer so kriegsmüden Bevölkerung? In einem internen Vermerk heißt es: Das Vertrauen zum Führer wird jetzt wohl der härtesten Feuerprobe seit je unterstellt. Und ein deutscher Journalist notiert: Beobachter können sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich die Leute ganz bewusst zügellosem Genuss hingeben. Es ist ein Tanz auf dem Vulkan. Die soeben fertiggestellte neue Reichskanzlei ist verwaist. Albert Speer hat den gigantischen Bau ganz dem Machtwillen seines Führers angepasst. Doch Hitler zieht es vor, seine Eroberungspläne gegen Polen fernab der Reichshauptstadt auf dem Obersalzberg zu schmieden. Nur gelegentlich zeigt er sich seinem Volk. Am 16. Juli 1939 steht ganz München im Zeichen nationalsozialistischen Kulturschaffens. Den Tag der deutschen Kunst will Hitler als wahres Friedensfest begehen. Die Mitglieder eines Amateurfilmclubs haben sich in der Stadt verteilt, um alle wichtigen Stationen aufzunehmen. Der erste Programmpunkt am Vormittag: Kranzniederlegung am Grabe des Architekten Ludwig Trost. Zunehmend erhalten Ortsgruppen des Bundes Deutscher Filmamateure Aufträge von Parteistellen, Großereignisse in 16mm Farbe zu dokumentieren. Denn noch immer gibt es kein zufriedenstellendes Verfahren für professionelle Kinoproduktion. Die Mitglieder des Münchner Vereins haben an diesem Tag Ausweise und Armbinden, die ihnen Zugang zu exponierten Aufnahmestandpunkten ermöglichen. Alles, was im Dritten Reich Rang und Namen hat, nimmt am Nachmittag des 16. Juli auf der Ehrentribüne Platz, um einen 3-stündigen Festzug mit lebenden Bildern aus 2000 Jahren deutscher Kultur zu bestaunen. Nicht nur die Zukunft Deutschlands soll nationalsozialistisch sein, auch seine Vergangenheit. Im Programmheft zu dem kitschigen Spektakel heißt es: Der deutsche Adler überragt die gesamte Prozession. Mit ihm endet die Offenbarung unserer Geschichte. Gleichzeitig blickt er in die ewige Zukunft, scharf und ruhig, stolz und siegessicher, die Größe unserer Zeit verkündend und unseren Willen zur Tat. Er ist der Herold unseres Tuns und unserer Pläne. US-Reporter Ernest Pope kommentiert:
Die Nazi-Prozession ist das Eingeständnis der rastlosen Eroberungspläne des Führers. Auf dem Obersalzberg dreht Eva Braun den Diktator in der Pose des entschlossenen Machtpolitikers. Hitler stellt seine Bereitschaft zum Krieg zur Schau und hält sich gleichzeitig die Möglichkeit einer friedlichen Lösung offen, indem er Diplomaten aus aller Herren Länder empfängt. So auch den Sondergesandten des Königs von Saudi-Arabien, Khalid al-Hud. Die Wahhabiten haben auf der arabischen Halbinsel eine absolute Monarchie errichtet, verfügen über das bei allen Großmächten begehrte Erdöl und sind fanatische Antisemiten. Letztlich wird bei diesem Termin nur ein unbedeutendes Waffengeschäft vereinbart. Auch Heinrich Himmler ist mit seinen Helfershelfern Reinhard Heydrich und Karl Wolff auf dem Obersalzberg erschienen. Sie planen ein Mordprogramm, dem nicht nur die polnische Intelligenz, sondern auch die jüdische Bevölkerung Polens zum Opfer fallen wird. Am 12. August 1939 dreht Eva Braun auf der Terrasse des Berghofs. Hitler erwartet den Besuch des italienischen Außenministers. Bei offiziellen Anlässen muss sich die Geliebte des Führers in ihre Gemächer zurückziehen. So kann sie auch diesmal nur heimlich ein paar Szenen vor der Ankunft des Staatsgastes drehen. Graf Ciano möchte den Verbündeten für die erneute Einberufung einer internationalen Konferenz gewinnen. Doch der Führer ist entschlossen, Polen militärisch zu erledigen. Ciano kann nichts mehr erreichen. Er notiert über das Treffen. Er hat beschlossen, zuzuschlagen. Und er wird zuschlagen. Aufmarsch von Hitlerjungen und BDM-Mädchen in Offenburg am 19. Mai 1939. Zu diesem Zeitpunkt ist auch hier der Zweite Weltkrieg noch weit weg. Paul Stober, der seit 1928 den Alltag seiner Heimatstadt dokumentiert, dreht den Kreistag der Nazi-Partei im Gau Baden in Farbe. Zu den Honoratioren der Stadt gehört auch der Verleger Franz Burda. Schon 1933 hatte er in seiner populären Hörfunkzeitschrift erklärt: Von jeher kerndeutsch und vaterländisch, national und sozialistisch ist das Denken, Wollen und Handeln der Syrak. In ihr lebt der Geist der neuen Zeit. In der Druckerei sind weder jüdisches Kapital noch Angestellte, Arbeiter oder Mitarbeiter tätig. Höhepunkt der Veranstaltung ist die Rede von Kreisleiter Karl Rombach. Seit 1936 ist Offenburg Garnisonsstadt. Und so präsentiert sich auch die örtliche Wehrmachtsführung in Paradeuniformen als Teil der nationalsozialistischen Gesellschaft. Am 8. September 1939 verkündet ein Lautsprecherwagen Siegesmeldungen aus Polen. Auch das Offenburger Tageblatt druckt Sondermeldungen des Oberkommandos der Wehrmacht. Die Deutschen nehmen ungläubig zur Kenntnis, dass ihre Väter, Männer und Söhne in kurzer Zeit das Nachbarland überrollen. Auf eilig angebrachten Karten werden jeden Tag die neuesten Eroberungen eingezeichnet. An diesem 8. September haben deutsche Panzerverbände die Vororte Warschaus erreicht. Hitlers erster Blitzkrieg endet am 6. Oktober mit der Kapitulation Polens. Johannes Bliesener ist der Inhaber eines Fotogeschäfts im hessischen Korbach. Während des Zweiten Weltkrieges filmt er immer wieder Ereignisse in seiner Heimatstadt, aus denen er später den Film Korbach im Krieg montiert. Es sind seltene Szenen aus dem Innenleben einer Kleinstadt während des Dritten Reiches. Am 22. März 1940
lädt die NS-Volkswohlfahrt in Korbach auf dem Adolf-Hitler-Platz zum Eintopfessen. Es gibt Erbsen mit Speck. Angesichts der Rationierung von Lebensmitteln kommen so auch ärmere Bevölkerungsschichten zu einer billigen, warmen Mahlzeit. Doch im Vordergrund steht der Wunsch der Nazi-Führung, die solidarische Volksgemeinschaft zu fördern, im Sinne eines Sozialismus der Tat. Seit dem 4. September 1939 befindet sich das Dritte Reich im Kriegszustand mit Großbritannien und Frankreich. Doch die Alliierten sind den Polen nicht zu Hilfe gekommen und warten ab. Hitler plant seit Monaten einen Feldzug im Westen. Doch der Beginn wird immer wieder verschoben. Schließlich bestimmt der Oberbefehlshaber den 10. Mai 1940 zum Tag des Angriffs. Auch in Bitterfeld bei Halle sind Soldaten der Infanterie stationiert, die Anfang Mai nach Westen verlegt werden. Sie werden die neutralen Länder Belgien, Luxemburg und die Niederlande überfallen, während deutsche Panzereinheiten durch die Ardennen Richtung Frankreich rollen. Hitler zieht sich bei Beginn des Westfeldzuges in sein Hauptquartier in der Eifel zurück. Vom Felsennest aus fliegt ihn Chefpilot Bauer immer wieder an die Front. Auf dem Flugfeld von Odendorf bei Euskirchen. Lagebesprechung mit Hermann Göring und dem Oberkommando der Wehrmacht. Binnen 6 Wochen erreicht der Oberbefehlshaber, was den deutschen Armeen im Ersten Weltkrieg 4 Jahre nicht gelang. Frankreich muss kapitulieren. Nach einem langen Gespräch mit Hitler schreibt Joseph Goebbels am 6. Juni 1940 in sein Tagebuch: Der Führer steht turmhoch über uns allen. Er ist ein geschichtliches Genie. Welch eine große Zeit. Und nach ihr soll dann die große Ruhe kommen, nach der wir uns alle sehen. Auch der Führer, vielleicht mehr als wir alle. Dann bauen wir Europa auf. Mit den Juden werden wir nach dem Krieg schnell fertig werden. In der Nähe der nordfranzösischen Stadt Cambrai dreht Hans Bauer die Trümmer einer feindlichen Luftwaffeneinheit der Armée de l'Air. Der französische Historiker Marc Bloch wird die Katastrophe in seinem Bericht »Die seltsame Niederlage« so beschreiben. Wir haben soeben eine verheerende Niederlage erlitten. Wer trägt die Schuld daran? Das parlamentarische Regime, die Truppe, die Engländer, die 5. Kolonne, antworten unsere Generäle. Mit einem Wort, alle außer ihnen. Wie immer man die tieferen Ursachen dieser Katastrophe beurteilen mochte, die unmittelbare Ursache war die Unfähigkeit der militärischen Führung. Die Unfähigkeit, den Krieg zu denken. Die Führung der deutschen Luftwaffe wartet an diesem 2. Juni 1940 auf dem Flugplatz Nernier auf die Ankunft des Diktators. Die Generäle geben sich vor der Kamera von Hans Bauer jovial und siegesbewusst, obwohl ihr Anteil an dem militärischen Erfolg überschaubar ist. Eilig sind im Kampf verwundete deutsche Soldaten herbeigeflogen worden. Die Verletzten sollen die Staffage für eine besondere Zeremonie bilden. Ankunft Adolf Hitlers in seiner Mercedes-Limousine.
Während der Oberbefehlshaber die Soldaten begrüßt, schiffen sich im 150 Kilometer entfernten Dünkirchen die letzten von 330.000 britischen und französischen Soldaten ein, die über den Ärmelkanal evakuiert werden. Genau 4 Jahre später kommen sie zurück, um Frankreich vom deutschen Joch zu befreien. Wo auch immer Hitler mit seinem Gefolge auftaucht, wird er bejubelt. Der Diktator ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Der Chef des Oberkommandos, Wilhelm Keitel, formuliert es so: Mein Führer, Sie sind der größte Feldherr aller Zeiten. Wegen solcher Äußerungen hat der General den Spitznamen La Keitel. Chefpilot Hans Bauer schreibt in seinen Erinnerungen über die Truppenbesuche in Frankreich: Die von Hitler beabsichtigte Wirkung wurde erzielt. Es machte auf die Soldaten und die französische Zivilbevölkerung Eindruck, dass er so unmittelbar nach dem Abschluss des Kampfgeschehens erschien. Hitler aß aus Feldküchen. Lediglich das Konservenfleisch musste vorher entfernt werden, weil er kein Fleisch aß. Die Volksgemeinschaft an der Heimatfront bekommt solche Bilder natürlich nicht zu sehen. Selbst die Kameraleute der Wochenschau haben selten Gelegenheit, Hitler so zu beobachten. Mit Ausnahme der Privatfilme von Eva Braun sind die von Hans Bauer gedrehten Szenen die einzigen Farbaufnahmen, die den Diktator aus der Nähe zeigen, ungeschnitten und nicht zensiert. Am 13. Juni erklärt die französische Regierung Paris zur offenen Stadt. Tags darauf marschiert die Wehrmacht in der Hauptstadt ein. Der Soldat Arnold Binder notiert in sein Tagebuch: Paris wurde zur offenen Stadt erklärt. Wir haben sie kampflos besetzt. Das Herz Frankreichs in unseren Händen. Am 23. Juni 1940 besichtigt Adolf Hitler das besetzte Paris. Chefpilot Hans Bauer hat den Diktator um 5 Uhr früh nach Le Bourget geflogen und darf an der Rundfahrt durch die Stadt teilnehmen. Wieder hat er 16 mm Farbfilmmaterial dabei, um die bizarre Sightseeing-Tour zu dokumentieren. Gang zur Aussichtsplattform auf dem Trocadero. Mit dabei sind der Bildhauer Arno Breker und die Architekten Hermann Giesler und Albert Speer. Der wird später in seinen Erinnerungen die Reaktion des Diktators so beschreiben: War Paris nicht schön? Aber Berlin muss viel schöner werden. Ich habe mir früher oft überlegt, ob man Paris nicht zerstören müsse. Aber wenn wir in Berlin fertig sind, wird Paris nur noch ein Schatten sein. Warum sollten wir es zerstören? Hitler kommt vermeintlich als kulturbeflissener Bildungstourist. Doch in Wahrheit ist es sein ganz persönlicher Triumph als Feldherr. Im Invalidendom verweilt er lange am Sarkophag Napoleons. Vergangene Weltherrschaftsträume und gegenwärtige. Anschließend geht es zum Pantheon, der Ruhmeshalle der Franzosen. Der Lebenstraum des Diktators hat sich erfüllt, jedenfalls für diesen Moment. 5 Jahre später werden die Franzosen zum Zeichen des Sieges auf den Straßen von Paris tanzen. Und Berlin wird in Trümmern liegen.